Ja, Freunde, bevor das Video hier startet, natürlich nochmal der Aufruf, heute Abend live 19 Uhr auf Twitch, Giveaway Livestream. Viele, viele Gewinne für euch da draußen, sozusagen als Dankeschön für euren Support. Und ich will gar nicht so weit ausholen und zu viel quatschen oder zu viel verraten. Wir gehen jetzt einfach mal rein ins eigentliche Video und damit viel Spaß. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wie ihr es wahrscheinlich schon unter dem Titel entnehmen könnt, habe ich mir eine neue Pfeife bestellt, und zwar die Alpha Hookah X oder X, je nachdem, wie ihr das Ganze nennen wollt. Die wollte ich euch hier heute mal präsentieren. Ich habe sie noch nicht aufgebaut, das machen wir natürlich zusammen. Ich will euch die einzelnen Teile zeigen, was im Lieferumfang dabei ist und so weiter und so fort. Werde euch dann wahrscheinlich auch noch was Kleines abdrehen oder so, mal schauen. Und ich würde sagen, aber wir kommen erstmal zur OVP, Freunde. Ja, Leute, vorab, ich habe die Alpha Hooker X im Green Candy Style oder mit der Green Candy Lackierung. Das ist so ein leichtes Grün, werdet ihr dann aber auch noch sehen. Der Kollege kostet euch 229,95 bei Hooker Black, habe ich das Ganze bestellt. War auch sehr schnell da, ich glaube 3 oder 4 Tage. Das kommt quasi in dem großen Karton, den brauche ich jetzt euch nicht zeigen. Das ist ein stinknormaler Karton. Dann habt ihr noch einen kleinen Karton drin und in dem ist quasi die Bowl drin, welches dieses schnieke Stück hier ist. Wenn jetzt hier oben ein paar Schlieren zu sehen sein sollten, ich habe sie natürlich schon getestet. Die habe ich nicht ganz weggekriegt jetzt auf die Schnelle. Ich finde die Bowl eigentlich relativ sexy, muss ich sagen. Sie ist halt komplett clear und ist aber auch jetzt nichts irgendwie verziertes, dass du sagst, oh krass jetzt. Es passt dann halt optisch, das seht ihr dann später auch komplett zur Pfeife. Wenn die jetzt noch hier mit einschnitten wäre, wäre es vielleicht ein bisschen too much. Ich weiß nicht, ob es Kristallglas ist. Ich glaube es nicht, weil die Bowl ist wirklich sehr, sehr leicht. Das haben ja die russischen Pfeifen so an sich bei meiner VZ hier hinten. Ist die Bowl auch sehr, sehr leicht. Theoretisch könnte ich auch die Bowl mit der VZ-Bowl tauschen, weil es ist oben quasi der gleiche Durchmesser. Ihr habt hier dann bloß so einen Rand, wo ich sie umknicken könnte. So viel zur Bowl. Und da kommen wir jetzt eigentlich mal hier zum Herzstück. Ich sage euch erstmal, was alles mit dem Lieferumfang dabei ist, Freunde. Natürlich ist logischerweise die komplette Pfeife dabei. Ich habe erst überlegt, mir eine Hawk Hooker zu bestellen. Hat mich dann ein bisschen abgetrieben, weil da weder Schlauch dabei ist, soweit ich weiß, noch Mundstück. Bei der Alpha Hooker kriegt ihr Schlauch und Mundstück. Das Mundstück in der passenden Farbe zur Rauchsäule. Die gibt es in verschiedenen Farben: Orange, Weiß, mit Gold, mit was weiß ich, was das Herz begehrt, was ihr haben wollt quasi. In Orange gibt es die, glaube ich, auch noch. Sieht auch relativ cool aus. Ich habe sie, wie gesagt, in Green Candy Lackierung oder ihr wisst, was ich meine. Und ja, wie gesagt, da ist halt ein Schlauch dabei noch, ein Mundstück ist noch dabei. Ihr habt noch einen Kopfadapter, der ist dabei. Das Ganze ist auch eine Edelstahlpfeife. Zumindest die Teile, die halt logischerweise aus Edelstahl sind. Die Base ist aus Plastik, das ist in Russland so. Bei der Hawk Hooker ist die Base zum Beispiel auch aus Plastik und der Schlauchanschluss ist dort auch aus Plastik. Warum auch immer die Russen das so machen, ich kann es euch nicht sagen. Es ist halt einfach so. Und die Base oder beziehungsweise das Sleeve, das ist wie zum Beispiel so eine Mousse, da kann ich zum Beispiel jetzt noch wechseln, das zeige ich euch dann auch später, ist aus einem Polyketal. Schieß mich tot. Ich sage einfach mal Plastik. Es ist halt ein härteres Plastik. Es ist wie lackiertes Plastik. Das Ganze kommt dann in wirklich diesem schnieken Karton. Hier sind quasi die Teile drin. Muss ich ehrlich sagen, hatte ich so weder bei einer VZ noch bei einer VUCA noch bei einer Aeon. Finde ich wirklich sehr geil gemacht. Ist wirklich ein sehr geiler Karton. Hier hast du quasi Rauchsäule, Tauchrohr, Teller, Schlauch und so weiter drinne. Habt ihr hier vorne das Alpha Hooker Logo? Dann habt ihr quasi hier an der Seite noch so ein paar Hinweise, dass die Firma seit 2015 besteht, in St. Petersburg sitzt und hat sogar schon hier ein paar Preise abgeräumt. Best Hooker Accessoire 2017, Best Hooker 2019. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier habt ihr dann quasi das, was hier drin ist. Das Ganze ist nicht so drin, das ist nochmal wirklich Ticken edler gemacht. Dann haben wir hier nochmal das Logo, oh, Mittelfinger gezeigt. Macht sich im Video sehr gut. Wie gesagt, dann habt ihr hier nochmal das Logo oben drauf. Hier habt ihr quasi Mailbox, Instagram. Ihr könnt dort theoretisch anrufen, wenn einer von euch Russisch kann. Und
dann noch die direkte Seite von den Jungs und von den Mädels. Und ja, das Ganze kommt wie gesagt so in diesem wunderschönen Karton. Fand ich sehr, sehr schön. Hier oben habt ihr dann noch Green Candy stehen, was quasi die Farbe ist, die ich mir rausgesucht habe. Dann würde ich sagen, machen wir das gute Stück mal auf hier, Freunde. Ich sag mal so, ich habe das ja schon ausgepackt. Ich habe das versucht, wieder so halbwegs getreu wieder zurückzupacken. Es war echt ein Krampf. Also alleine dafür könnt ihr schon mal ein Däumchen da lassen, Freunde, dass ich das Ganze nochmal zurückgepackt habe, weil das mit dem Schlauch war echt, das war echt ein Kampf. So, machen wir diese Lasche hier oben auf und dann, ich versuche euch das mal so ein bisschen zu zeigen, ziehen wir das quasi hier so auf, den Strick raus. Und dann öffnet ihr das Ganze quasi, ich mache es jetzt nochmal so, öffnet ihr das Ganze quasi so, dass euch das alles anlächelt. Und natürlich habe ich die Nachricht, ihr habt dann hier so eine, ich drehe das jetzt mal wieder rum, so, so sieht das Ganze dann innen aus. Ihr habt dann hier so einen kleinen Zettel drin oder so einen kleinen Briefumschlag. Den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das Ganze ist auch mit Schaumstoff umrandet oder gesichert. Hier kann wirklich nichts passieren. Da habt ihr hier diesen kleinen Briefumschlag, den machen wir jetzt natürlich mal auf. Das hier ist quasi wirklich nur so ein Umschlag. Finde ich aber sehr cool, ist eine sehr coole Idee. Dann habt ihr hier noch sehr geehrte Kunden, wenn sie diesen Brief in ihren Händen halten, dann sind sie bereits ein Teil der Familie von Alpha Hooker. Alpha Hooker ist nicht nur eine Firma, es ist ein Geschäft, den wir tagtäglich mit Leidenschaft und Seele erfüllen. Jeder Kunde, ob Stamm- oder Neukunde, zeigt uns, dass wir den richtigen Lebensweg ausgesucht haben. Wir lieben unsere Arbeit und wir bemühen uns, diese am Rande unserer Möglichkeiten zu erfüllen, weil wir uns nicht erlauben können, unsere Kunden, die uns vertrauen, im Stich zu lassen. Finde ich sehr cool, ist halt hier so eine kleine Nachricht, wird bei jeder zwar dieselbe drin sein, aber ist eine coole Idee. Dann hier noch diverse QR-Codes und was ich richtig gefallen habe, waren einfach diese Aufkleber. Einfach alles nur so Dreiecke, die du dir irgendwo hinklatschen kannst. Die haben alle irgendwie eine Pfeife. Logischerweise eine Alpha-Hooker. Quasi bin ich hier so wahrscheinlich der Wassermelonen-Typ, weil der eine grüne hat. Finde ich sehr cool. Also sind noch Aufkleber, die man sich definitiv mal irgendwo hinklatschen könnte. Mal gucken, aufs MacBook oder so. Mal schauen. Fand ich sehr nice. So, dann nehmen wir jetzt quasi, ich habe es natürlich komplett falsch rum eingeräumt. Alles klar, Bruder. Nehmen wir hier den ersten Schaumstoff weg. Ne, ich habe es richtig rum eingeräumt. Dann lächelt uns quasi schon Ditte hier an, Freunde. Mundstück und Rauchsäule mit Base. Und wenn das nicht sexy ist, Freunde, weiß ich das auch nicht. Ja, wie gesagt, ihr seht da Rauchsäule und Mundstück. Das holen wir jetzt mal raus. Ich zeige euch das natürlich dann jetzt gleich hier in der Nahaufnahme. Und wie gesagt, ich drehe für euch dann noch was ab. Quasi das größte Teil machen wir hier. Das ist quasi die Rauchsäule. Ich feiere dieses Grün einfach abnormal. Das ist wirklich halt mal ein anderes Grün. Da seht ihr das Ganze. Ihr habt da auch nochmal das Alpha Hooker X Logo für das X-Modell. Der Kollege, sage ich gleich noch was dazu, wenn wir das Ganze aufgebaut haben. Hier oben noch den Kopfadapter, der ebenfalls aus Edelstahl ist. Der bringt ein ordentliches Gewicht mit sich. Habt ihr hier noch so kleine Riffelchen an der Seite drin. Feiere ich extrem. Und das ist jetzt das, was ich meine mit dem Sleeve. Ihr könnt hier theoretisch auch Sleeves, denke ich mal, euch irgendwie besorgen und könnt quasi die Farben wechseln. Ich weiß nicht, ob hier das Moose Sleeve drauf passt oder ob das vielleicht sogar zu schmal ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber theoretisch könntet ihr die Sleeves tauschen. Ja, dann habt ihr hier unten drin, da seht ihr das Weiße, die Kugeln mit der Rauchsäule quasi. Es ist relativ kurz, sie ist auch nicht allzu groß und ist zum Stecken, Freunde. Es ist eine Gummidichtung hier, es ist zum Stecken. Das ist bei den Russen irgendwie, die feiern das mit Stecken oder gar nicht drehen und egal, die feiern das auf jeden Fall. Genau, dann stecken wir den Kollegen wieder hier drauf und lassen das nochmal hier ab. Quasi, die sie nicht kennen, werden sich jetzt fragen, ey, wo bläst du jetzt hier den Rauch raus? Der Rauch kommt quasi, wie ihr das hier seht, aus diesen Löchern raus. Werdet ihr dann später noch sehen. Das ist so das Thema zur Rauchsäule, Freunde. Mundstück in derselben Farbe gehalten, finde ich auch extrem nice. Dieses, ich sage jetzt mal Smaragdgrün, so erinnert mich das bisschen hier oben noch so ein, ja, wie nicht in derselben Farbe gemacht, dass es halt nochmal ein bisschen ein kleiner Eyecatcher ist, dieses Mundstück quasi. Und feiere ich auf jeden Fall extrem. Farblich
finde ich es richtig geil. Es sind wenig Pfeifen in so einer Farbe oder in so einem intensiven Grün, wie ich finde. Und wir gehen weiter runter. Da kommen erstmal zwei Lagen Schaumstoff. Und dann kommt quasi uns entgegen das Tauchrohr, Freunde. So, da seht ihr das Ganze. Jetzt können wir das ja mal hier festmachen. Das schraubt er bloß hier unten so rein. Geht auch relativ easy, hätte ich nicht gedacht. Und das Tauchrohr hat noch eine sehr schöne Besonderheit, die ich erst später so im Nachhinein mitbekommen habe, beziehungsweise dann erstmal so drüber nachgedacht habe. Ihr könnt quasi mit dem Tauchrohr so rauchen. Ich dachte, okay, cool, Diffusor dran, ne? Macht das Ding an. Und ich dachte, boah, es ist aber laut. Ihr könnt den Diffusor quasi, ich zeige euch das mal, schraubt den einfach hier so ab. Na? Es ist quasi jetzt mit Geräusch und dann dreht er den einfach rum. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch gleich drauf. Ja. Und raucht mit Diffusor. Quasi könnt ihr hier selber entscheiden, wollt ihr es normal laut haben oder wenn ihr jetzt einen Film guckt oder so, schraubt ihr das Ding einfach ab, dreht das Ganze rum und könnt ganz entspannt auf leise rauchen. So, dann sind wir auch gleich eigentlich hier schon durch. Hier haben wir quasi unten noch den Kohleteller, den ich auch. Schlauch, beruhig dich bitte. Habt ihr quasi den Kohleteller in schwarz gehalten mit dem Alpha Hookah Logo drauf? Ich weiß nicht, aus was der ist, ob der aus Edelstahl ist. Der ist sehr hart, also ich kann ihn wirklich nicht biegen. Und was ich beim Saubermachen festgestellt habe, er ist wasserabweisend. Das Wasser perlt einwandfrei hier ab. Er wird zwar sauber, aber es perlt wirklich sehr gut ab. Ich weiß auch nicht, womit der beschichtet ist. Es ist ein bisschen rau, sag ich mal. Wenn das einer weiß, wie man das nennt, wenn das so vom Gefühl her rau ist und das Wasser abperlt, wie man das nennt, könnt das ja mal unten in die Kommentare. Er ist etwas rau. Er ist nicht zu groß, nicht zu klein. Gerade auch hier mit dem Knick. Kann euch theoretisch die Kohle nicht runterfallen. Ich werde auf dem Safe nicht abaschen, weil ich diese Farbe so feiere. Und dann würde ich sagen, steck mal auch mal den Kohleteller hier oben drauf. So. Machen das hier an sich hier fest. So. Und dann sitzt das Ganze bombenfest und sieht quasi so ohne Bowl aus. Wie gesagt, Schlauch beruhigt sich. Hier oben das Alpha Hooker Logo drauf. Feiere ich extrem. Und bevor mir der Schlauch jetzt hier ausrastet, es ist ein stinknormaler Marder Sprachfehler sind da. Es ist ein stinknormaler schwarzer Schlauch. Aber was ich hier sehr cool finde, normalerweise würde man jetzt überlegen, Dichtung, Schliff. Nee, ich zeige euch aus dem Grund jetzt hier bloß das Stück, weil es ist wie gesagt nur ein stinknormaler schwarzer Schlauch. Das Ganze läuft mit einem Magneten, der quasi, ich weiß nicht, ob er hier im Schlauch drin ist, ihr habt hier so einen silbernen Ring. Vermute ich aber mal. Und der sich dann wirklich einfach nur ganz easy peasy dort reinsetzt. Ich muss hier wirklich nicht drücken. Zack. Und schon ist das Ganze wirklich fest. Ich kann ja, ihr seht es, ich kann auch dran ziehen. Ich brauche wirklich Kraft. Und wenn ihr dann abmachen wollt, einfach nur hier vorne festhalten. Und ist er wieder rein. Und er hält wieder bombenfest. Und jetzt würde ich sagen, machen wir natürlich nochmal die Bowl dran. Machen da Wasser rein. Ich hole mir ein Köpfchen, drehe euch was ab und dann seht ihr im Alpha Hooker Pörnchen Trailer die komplette Pfeife zusammengebaut, wie sie qualmt, Ausblassystem und so weiter. Und dann sage ich später noch was zum Video. Zum Video vor allem zur Pfeife. Also, wir sehen uns gleich im zweiten Teil. Thank you.
Ja, Freunde, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video natürlich gefallen. Ich habe es versucht, so gut wie möglich einzufangen, das Ganze. Ihr habt es gesehen, es ist optisch, gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Klar, der eine oder andere wird sagen, ja, ist mir ein bisschen zu viel Plaste, ist auch völlig okay. Ich feiere es extrem, gerade dieses Ausblassystem ist halt doch schon noch was Besonderes. Bei einer Hawk-Hooker zum Beispiel ist es halt auch geil, da kommt es aus dem Kohleteller, deswegen habe ich da überlegt. Aber wie ihr es gesehen habt, habe ich mich für die Alpha entschieden. Fass mal das ganze Ding nochmal zusammen. Wie gesagt, ihr kriegt hier Mundstück, Schlauch, logischerweise Pfeife mit Bowl dazu. Ihr könnt hier auch andere Bowls dazu kaufen, die euch vielleicht farblich besser gefallen. Zum Beispiel noch eine komplett grüne oder so, was weiß ich. Da sind keine Grenzen gesetzt. Der Kollege, wie gesagt, 229,95 bei Hooker Black. Aber so ist er ungefähr überall der Preis. Ich weiß, dass die Pfeifen direkt in Russland, ich glaube, sogar ein bisschen günstiger sind als bei uns. Das liegt wahrscheinlich am Importieren ja her und so weiter. Und da will ja jeder was mit dran verdienen. An sich muss ich sagen, ist der Preis okay dafür. Weil es ist halt wirklich auch alles super verarbeitet. Auch das Plaste, du hast, oder ich sage jetzt mal dumm gesagt, Plaste. Du hast keine scharfen Kanten. Es ist wirklich alles sehr, sehr gut verarbeitet. Da haben die Jungs aus St. Petersburg wirklich eine Top Pfeife auf den Markt gebracht. Ich bin sehr zufrieden mit ihr, mit dem Diffusor unten dran, den du quasi wechseln kannst, damit du entscheiden kannst, okay, wie du rauchen willst. Ebenfalls eine sehr coole Lösung, habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich sehr cool und an sich für mich ist das Ding einfach top und das Ding kriegt für mir hier einfach eine Kaufempfehlung. Ja, Freunde, dann soll es an der Stelle gewesen sein mit dem Video. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Apropos Twitch, wie gesagt, heute Abend 19 Uhr Start des Giveaway-Streams. Also nochmal einschalten, dort einfach Hooker TV44 suchen. Oder in der Videobeschreibung habe ich den Link auch drin. Da könnt ihr gerne einschalten. Ihr müsst kein Abonnent sein, nichts. Ihr könnt einfach nur mit zugucken, wenn ihr wollt. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr da natürlich was gewinnen. Und ich hoffe natürlich, ihr schaltet alle ein. Und für die, die ich nicht sehe im Stream, den wünsche ich ein schönes Wochenende, raucht ein entspanntes Köpfchen. Wir sehen uns dann am Dienstag zum nächsten Video und würde ich sagen, geht auch heute mal der letzte Alpha-Zug auf euch, Freunde. Durchzug ist übrigens Bombe, also habe ich glaube ich noch nichts gesagt. Und jetzt reingehauen, Freunde.